Guten Morgen. Es geht weiter beim Ludwig-Erhard-Gipfel. Heute haben wir in unserem Panel ein wirklich spannend besetztes Panel, das Thema Zukunft des Automobils, Veränderung, Transformation im Automobilsektor. Ich habe wirklich hochinteressante Gäste dazu. Ich habe Professor Dr. Wolfgang Reitzle hier. Er ist einer der großen Manager im deutschen Automobilwesen gewesen. Herr Reitzle, Sie waren langjähriger Vorstand bei BMW, Sie waren Vorstandschef bei Ford, Sie sind jetzt mit einer kleinen Unterbrechung bei Linde, zunächst als Vorstandsvorsitzender, jetzt seit einigen Jahren als Aufsichtsratschef. Wir haben Hildegard Müller hier, zunächst in der Politik, Staatsministerin im Bundeskanzleramt, Bundestagsabgeordnete und seit Februar 2020 die erste weibliche Präsidentin, die zweite weibliche Präsidentin des Verbandes der deutschen Automobilindustrie. Frau Müller, schön, dass Sie bei uns sind. Danke. Wir haben hier Dieter Becker, ein Automobilexperte von FAS. Sie sind jemand, der zuvor viele Jahre bei KPMG der Global Head of Automotive gewesen ist, also quasi für KPMG weltweit das Beratungsgeschäft für den Automobilsektor gemanagt haben. Wir haben hier Olivier Repair, ein Start-up-Gründer, der einer der erfolgreichsten Manager, Jungmanager im Bereich von Carsharing ist. Sie kommen aus Straßburg, ein Franzose in unserer Runde. Und er ist überzeugt, dass das Automobil bleiben wird, aber durchaus auch nicht effizienter eingesetzt werden kann, indem nicht jedes Auto nur von einer Person genutzt wird. Und wir haben Silja Pi hier. Sie ist die Leiterin der Unternehmensstrategie von Audi. Und Frau Pi, ich frage mal die erste Frage gleich an Sie. Wir haben es eben auch schon mal von Wolfram Weimer in der Einleitung gehört, wie sich die Gewichte im Automobilsektor weltweit verschoben haben. Bei Audi habe ich mir mal die Zahlen herausgesucht. Im Jahr 2020 haben Sie, wenn ich das richtig gesehen habe, 231.000 reine Elektrofahrzeuge verkauft. Bei Tesla waren es fast 500.000. Wenn man bei Audi die Hybridwagen dazu nimmt, dann ist es noch etwas mehr, dann sind es 422, dann ist man nicht mehr so weit von Tesla entfernt. Aber wenn man diese reinen Elektroautos sieht, 231 gegen 500.000, was ist Ihre Strategie, um zu sagen, Audi und damit aber wahrscheinlich auch der bisher konventionelle Automarkt insgesamt hat eine Chance, zu dem amerikanischen E-Auto-Branchenführer aufzuholen? Ja, absolut. Ich meine, die Transformation, wie Sie es gerade angesprochen haben, ich meine, wir sind mittendrin. Ja, wir werden bis 2025 20 vollelektrische Modelle auf den Markt bringen. Das heißt, der ganze Fokus auf Elektrifizierung ist absolut im Zentrum unserer Strategie. Neben natürlich den ganzen anderen Themen, Konnektivität, autonomes Fahren. Ich glaube, die Themen, die momentan die Automobilindustrie umtreiben, die sind bei allen die gleichen. Ja, wir wissen, was wir zu tun haben. Das Spannende ist eben, wie machen wir es und vor allem, wie schnell schaffen wir es tatsächlich, die Transformation in so einem sehr, sehr großen Unternehmen dann tatsächlich auch umzusetzen. Und das ist die eigentliche Herausforderung, vor der wir stehen. Aber wird man das schaffen oder wird man das nicht nur unter Hinnahme von sehr vielen Arbeitsplatzverlusten schaffen? Das klingt so schön, wir machen die Transformation und jeder ist natürlich dafür und ist überzeugt, nach dem Verbrennungsmotor, nach dem klassischen Verbrennungsmotor muss etwas anderes kommen. Aber ist das wirklich so leicht, einfach indem wir sagen, wir machen einen Plan und dann gelingt es? Na, leicht ist es nicht, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Ich meine, wir haben bei Audi bis 2029 Beschäftigungssicherung und insofern sehen wir uns da auf einem sehr guten Weg. Aber es ist halt, wie gesagt, eine Frage der Zeit, weil natürlich ist es einfacher, wenn Sie gleich mit dem neuen anfangen, wie ja Tesla die Voraussetzung hat oder auch viele chinesische Wettbewerber oder wenn Sie ein traditionelles Unternehmen transformieren müssen. Und das ist die, wie gesagt, Herausforderung. Ja. Herr Becker, wenn ich Sie fragen darf, Sie sind nun derjenige, der den Automobilmarkt seit vielen Jahren beobachtet und wir stellen nun fest, dass, Stichwort China fiel gerade, dass plötzlich neue Bewerber auf den Markt drängen. Wir haben Tesla, die nun auch
skyrocketed sind von 0 auf Platz 1. Früher war es ja so, man hat gesagt, so stelle ich mir das vor, wenn in der Automobilbranche gesagt wurde, wir brauchen ein neues Produkt, hat man gesagt, muss ein schickes Design sein, muss ein vernünftiger Motor sein. Neuerdings sagt man auch, es muss eine günstige CO2-Bilanz haben. Und dann ist es das. Funktioniert das heute immer noch nach diesen Kriterien? Also es ist so, das ist ja interessant, die erste Frage, die Sie an die Frau Pegel gestellt haben, war ja auch eine Tech-Frage, war eine Antriebsfrage. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, was sind eigentlich die Stakeholder und was sind eigentlich die Kunden und wer mischt in diesem, sagen wir mal, gesamten Ökosystem heute sehr stark mit? Und die Frage nach einem Antrieb ist für mich eigentlich, wenn ich ehrlich sein darf, eine sekundäre Frage. Weil früher war es tatsächlich so, wie Sie beschrieben haben, die Kunden haben darauf gewartet, dass Innovationen durch die Industrie getrieben wurden. Als der Herr Reitzle für die Premier Group verantwortlich war, konnte er sagen, wir werden dann mit dem und dem Modell in 2 Jahren folgende Innovationen in den Markt treiben. Heute ist es so, der Kunde ist in einer ganz anderen Situation, ist in anderen Branchen unterwegs, bekommt über die anderen Branchen viele Impulse, im Grunde durch Softwareprodukte, hat einen Anspruch an die Industrie. Die Industrie wird getrieben durch eine Industriepolitik. Und wenn Sie einzelne Länder ansprechen, dann muss ich Ihnen ehrlich sagen, Sie müssen auf die Industriepolitik und die Rohstoffpolitik dieser Länder schauen. Und dann verstehen Sie, was die eigentlich vorhaben. China belegt ganz systematisch Rohstoffproduktion auf der ganzen Welt und treibt entsprechend dadurch die Autohersteller auch vor sich her. Also Ihre Frage ist für mich nicht eine reine technische Frage, ob ich überleben kann, sondern es ist die Frage, ob ich die Interdependenzen zu anderen Industrien, siehe das Thema Halbleiter, tatsächlich beherrschen kann und dass ich verstehe, dass ich eigentlich als Automobilhersteller und Zulieferer nicht mehr in der Lage bin, dem Markt eigentlich diese Geschwindigkeit vorzugeben, sondern es die anderen Stakeholder entsprechend diese Geschwindigkeit vorgeben. Hat sich meines Erachtens sehr stark gedreht. Wir beschäftigen uns ja mit Datenwertschöpfungsketten. Also unser Thema ist jetzt für diese verschiedenen Interessengruppen, diese Informationen zusammenzutragen. Und die Datenwertschöpfungskette für einen Kunde, die Datenwertschöpfungskette für die Industriepolitik ist eine ganz andere als früher. Es ist nicht mehr diese reine automobile Wertschöpfungskette. Da würde ich im Grunde darauf achten, diese Interdependenzen stärker zu sehen. Aber würde das heißen, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn man chinesische Politik betrachtet beispielsweise, dann geht es bei chinesischer Außenpolitik, Entwicklungspolitik, Kooperationspolitik, Zusammenarbeitspolitik in sehr großem Maße um die Zukunft des Automobils? Oder ist es die Wirtschaft allgemein, die, sagen wir mal, wenn es um die Frage geht, wo gibt es bestimmte Rohstoffe, die man, Halbleiterindustrie, die man braucht, ist Automobil immer noch so das Zentrum auch aus chinesischer Sicht der Wirtschaft? Also die Automobilindustrie ist auch für die chinesische Industrie eine wichtige Industrie. Sonst würden nicht so viele Investitionen stattfinden. Allerdings, wenn Sie schauen, die Chinesen haben ja einen Vorteil. Sie leben in einer Planwirtschaft und machen einen 5-Jahres-Plan. Und in dem 5-Jahres-Plan legen sie eine bestimmte Subventionspolitik fest. Und es ist sehr interessant zu sehen, als die Subventionspolitik sich geändert hat und gesagt wurde, wir fördern jetzt weniger das Thema Elektro, dann haben die Leute gesagt, um Gottes Willen, was machen die Chinesen? Was sie machen ist, sie schaffen im Grunde einen Wettbewerb. Sie fördern am Anfang sehr, sehr stark, schaffen dadurch viele Unternehmen, auch in China, die sich dann im Grunde gegenseitig irgendwann bekriegen sollen und gehen dann entsprechend auf den Weltmarkt. Wir können das lernen. Die Solarindustrie war genau das Beispiel, was in der Vergangenheit exakt so abgelaufen ist. Das heißt, wir haben einen Vorteil. Sie haben dort eine Industriepolitik, die auf 5 Jahre exakt plant, wie sich einzelne Industrie entwickeln. Ich weise immer nur darauf hin, gucken Sie sich den Elektroabsatz an in den USA. Das ist kein Zufall, wenn Sie im Grunde über Jahre hinweg der größte Ölproduzent dieser Erde sind. Das haben Sie geschafft durch neue Technologien wie das Fracking. Dann wundere ich mich nicht über den Absatz der Elektrofahrzeuge in den USA. Industriepolitisch hat die USA ein bestimmtes Ziel, was sie verfolgt. Und das wird entsprechend dann auch in die Förderungs- und Subventionspolitik übertragen. Ich finde es ja gut, dass Europa jetzt eine andere Strategie eingeschlagen hat, eine Förderungspolitik eingeschlagen hat. Aber Ihnen muss klar sein, das war nicht die Automobilindustrie, die selbst gesagt hat, das ist jetzt die nächste Technologie. Sondern sie müssen halt bestimmte Regeln, sie müssen bestimmte CO2-Grenzen müssen sie einhalten. Und die Chinesen machen das halt im Sinne eines Plans. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, es ist weiterhin eine wichtige Industrie. Es soll auch eine Exportindustrie werden für die chinesische Wirtschaft. Aber das Modell ist einfach ein anderes. Sie setzen extrem stark auf Rohmaterialien, nicht nur in dieser Branche. Hildegard Müller,
die Chinesen setzen auf Plan. Wie weit kann man in Deutschland in einer freien Marktwirtschaft auf Plan setzen, wenn es um diese Transformation der Automobilwirtschaft geht? Und wo stehen wir da nach Ihrer Wahrnehmung? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, dass gerade heute im Kabinett die Verschärfung im Grunde des Klimaschutzgesetzes beschlossen wurde. Wo steht die Automobilindustrie vor diesem Hintergrund? Naja, glaube ich, man muss erstmal sehr ehrlich und sehr nüchtern auf den Standort schauen. Wir hatten schon von vor der Corona-Pandemie in Deutschland nur noch ein Wirtschaftswachstum von 0,9%. Wir haben die höchsten Steuern weltweit, hohe Energiekosten, eine sehr träge Bürokratie-Genehmigungsverfahren und zunehmend den Versuch der Politik, eben nicht die Innovation anzureizen, sondern auch sehr klar vorzugeben, auf welchem Wege es denn erfolgen kann. Ob die Politik das immer so richtig weiß und ob nicht Forschung und Innovation, Technologie offen vorangetrieben werden muss, das will ich an der Stelle sagen. Ich kritisiere ausdrücklich das Klimaschutzgesetz, was heute im Gesetzgebungsverfahren ist, im Kabinett ist. Es ist im Übrigen auch nicht das, was das Bundesverfassungsgericht angemahnt hat. Dort war weder von einer Zielverschärfung vor 2030 die Rede und auch nicht von einer Zielreduzierung 2050. Ich hätte mir gewünscht, das Ganze jetzt im Geleitzug mit dem europäischen Green Deal zu machen. Ende Juni kommen diese Gesetze. Und ich hätte mir auch gewünscht, dass es eine Folgenabschätzung gibt. Was brauchen wir? Wir brauchen ganz konkret Investitionen, Innovationen und vor allem auch Infrastruktur. Das eine ist, was wir als Autoindustrie bringen können. Hier gibt es ein klares Commitment auf die Pariser Klimaschutzziele. Wir wollen klimaneutral werden 2050. Wir sind im Hochlauf, insbesondere im Pkw-Bereich mit der Elektromobilität. Brauchen uns da auch nicht verstecken. Ich weiß, dass die Tesla-Zahlen immer kommen, aber die deutschen Konzernmarken sind Europameister in der Elektromobilität, holen gewaltig auf, jetzt im Zulauf, bauen die Werke alle sehr engagiert auch um. Wenn man den Hochlauf jetzt sieht, es werden in den nächsten 2 Jahren insgesamt 150 Modelle, das heißt für jeden Konsumenten etwas dabei auf den Markt kommen. Und natürlich die nächste Herausforderung, das Thema Digitalisierung, um auch Shared-Systeme und andere Punkte voranzubringen. Auch das ist engagiert im Vorantrieb. Es wird immer dann schwierig, wenn Politik ständig Rahmenbedingungen verändert, wenn sie Technologien einengt und hier nicht die Chancen auf Innovation und wettbewerblich macht. Und im Übrigen, Großteil des Problems hängt auch damit zusammen, dass wir fehlende Handelsabkommen haben. Sie haben ja schon die internationale Wettbewerbsfähigkeit, die Rohstofffragen und die Knappheiten auch angesprochen. Ich mahne also dringend an, dass wir den transatlantischen Dialog intensivieren. Auch das umstrittene Investitionsabkommen mit China ist ein wichtiger Punkt. Ich weiß, dass diese Handelsabkommen nie perfekt sind aus Sicht einiger, aber sie sind trotzdem große Schritte in Richtung Klimaschutz, in Richtung auch Menschenrechte und gemeinsamer Vereinbarung. Deshalb brauchen wir Handelsabkommen, gerade als rohstoffarmer Kontinent, um uns auch hier, gerade Halbleiter ist schon erwähnt worden, in den anderen Bereichen auch abzusichern und auch die Frage europäischer Resilienzen, das heißt Unabhängigkeiten in bestimmten Bereichen ist zu stellen. Das heißt, die ganze Menge Aufgabe. Ich will es nur sagen, der Hochlauf der Elektromobilität führt ja dazu, dass wir 2030 rund 10, 14 Millionen, die Bandbreite schwankt, jeweils nach den Vorstellungen Elektrofahrzeuge haben wollen. Lassen Sie mich nur sagen, dass die Infrastruktur völlig unzureichend ist, die Ladeinfrastruktur, die wir dafür brauchen. Wir heben das sehr hervor. Der Europäische Rechnungshof hat das im Übrigen gerade für die gesamte Europäische Union kritisiert. Das liegt nicht allein in den Händen der Automobilindustrie. Wir tun dort auch, was wir können. Aber hier müssen Energiewirtschaft, hier müssen Arbeitgeber, hier müssen insbesondere die Kommunen ihren Organisationsauftrag wahrnehmen und vieles mehr. Denn das Verbrauchervertrauen wird nur kommen, wenn wirklich auch eine ausreichende Ladeinfrastruktur da ist. Sagen Sie noch eine Nachfrage. Sie haben eben die Freihandelsabkommen erwähnt. Sie haben sowohl das transatlantische, also TTIP, erwähnt und das Investitionsabkommen mit China, das die EU Ende des vergangenen Jahres geschlossen hat. TTIP ist im Grunde vom Tisch vor 5 Jahren gewischt worden, weil Donald Trump keine Lust drauf hatte und weil die Deutschen Angst hatten vor amerikanischen Chlorhühnchen. Und das chinesische Handelsabkommen oder das EU-China-Investitionsabkommen ist zunächst mal auf Eis gelegt worden wegen Menschenrechtslagen und Fragen in China. Was ist aus Ihrer Sicht für den Automobilmarkt wichtiger? TTIP mit den Amerikanern oder Investitionsabkommen mit China?
also ich will jetzt nicht TTIP sagen, weil ich glaube, dass alleine das Wort schon so belastet ist. Wir brauchen aber einen neuen Anlauf in den transatlantischen Beziehungen, auch zusammenarbeiten. Ich kann mir das auch beim Thema Halbleiter und anderes vorstellen. Ich glaube, es geht nicht um ein Entweder-Oder. Wir sind eine globale Industrie. Wir haben die Wettbewerbsmärkte überall auf der Welt. Deshalb ist auch Mercosur mit Lateinamerika genauso wichtig. Auch hier ein wichtiges Thema, was auch im Europäischen Parlament derzeit auf Eis liegt. Ich weiß, dass diese Verhandlungen nicht einfach sind. Ich kenne die Herausforderung von Außenpolitik und ich weiß, wie ich das schon gesagt habe, dass nichts vollkommen ist. Aber die Bemühungen in Richtung Klimaschutz, in Richtung Menschenrechte, in Richtung Standards sind auf jeden Fall mit Abkommen erfolgreicher als ohne. Herr Professor Reitzle, das Stichwort Technologieoffenheit fiel eben einmal bei Frau Müller. Ich glaube auch, dass die Automobilindustrie technologieoffen sein möchte. Aber wenn Sie die Politik beobachten, ist da eigentlich noch diese Technologieoffenheit vorhanden oder ist da der Schalter längst weggedreht worden von Verbrennermotor, und zwar jedweden Verbrennermotor, auf E-Mobilität, obwohl wir im Moment noch gar nicht wissen, ob die Industrie am Schluss das liefern kann, was der Kunde nachher möchte? Wie beurteilen Sie als langjähriger Manager die Entwicklung? Nun, in der Tat gibt es diese Technologieoffenheit heute nicht mehr, denn der Gesetzgeber erzwingt ja die Elektromobilität und die auch noch in Form des batteriebetriebenen Fahrzeugs. Wobei, und da möchte ich Frau Müller unterstützen, diese Technologie überhaupt nicht massentauglich ist. Es fängt an, dass die Batterietechnologie als Flüssigbatterie brennen kann. Und wenn Millionen Autos unterwegs sind, wird es Unfälle geben. Und so schnell wollen wir das autonome Fahren nicht haben. Das ist überhaupt nicht schon mal sicher abgeklärt. Wir haben das heißt, Sie meinen, die Unfallgefahr wird größer, wenn alle. Ja klar, wenn Millionen Autos draußen sind, werden Sie jeden Tag brennende Elektrofahrzeuge sehen, wo die Feuerwehr gar nicht anrücken muss, denn das können Sie nicht mehr löschen. Das ist aber nur ein Aspekt. Was mich am meisten beschäftigt, ist Folgendes. Früher hatten wir in der Automobilindustrie das Spiel des Marktes, des Wettbewerbs, des Ideenwettbewerbs, der Kreativität. Heute haben wir einen direkten Eingriff des Gesetzgebers in diesen Markt, indem er bewusst Abgasziele setzt für den Verbrennungsmotor, die nicht mehr erreichbar sind. Früher war es so, wir haben regelmäßig als Autoindustrie mit dem Gesetzgeber diskutiert und dann kamen in der Regel anspruchsvolle Reduzierungsziele für Emissionen heraus, die aber irgendwie technisch erreichbar waren. Heute werden willkürlich bewusst Ziele gesetzt, die mit dem Verbrennungsmotor gar nicht mehr erreichbar sind. Denn umgerechnet würde das bedeuten, dass heute ein Verbrennungsmotorfahrzeug 2 Liter pro 100 Kilometer erreichen muss. Das kann ein vernünftiges, größeres Auto niemals erreichen. Das wissen die ja. Es wird also nicht mehr das freie Spiel der Märkte zugelassen, sondern es wird eine Technologie mit Gewalt in den Markt gedrückt, obwohl sie in Deutschland zum Beispiel gar keinen CO2-Vorteil hat. Es wird also Klimaschutz als Ziel gesetzt und den müssen wir erzwingen, weil die Autoindustrie ja geschlafen hat und nicht auf Elektro frühzeitig umgestiegen ist. Also werden wir denen schon zeigen. Und kein Klimavorteil deswegen, jetzt, weil wir nicht die grüne Energie erzeugen. Wir haben ja diese wunderbare, völlig verkorkste Energiewende hingelegt, die uns 1.000 Milliarden gekostet hat, bisher schon, die den mit teuersten Strom der Welt verursacht, was ja für die Elektromobilität kontraproduktiv ist und für die Industrie sowieso. Aber es ist, hat eben damit zu tun, dass bei dem schmutzigen Strom, den wir jetzt schon haben und den wir nochmal mit einem Schub Ende nächsten Jahres nach dem Abschalten der Atomkraftwerke haben, haben wir ja einen Strom, der so CO2 belastet in der Herstellung, im eingespeisten Mix ist, dass ein Elektrofahrzeug in Deutschland gar keinen Klimavorteil hat. Wie muss ich das verstehen, dass der Gesetzgeber unter dem Vorwand Klima eine Technologie in den Markt drückt, die in sich noch nicht reif ist für Massenanwendung und die zumindest in Deutschland keinen Klimavorteil hat? Die Menschen, die ein Elektroauto kaufen, denken, sie sind Gutmenschen und tun was Gutes für Klima, ist aber nicht der Fall. Schauen Sie, in diesem Moment, wo wir hier sitzen, ich habe gerade vorhin das angeschaut, ist die reale Einspeisung im Elektromix verursacht 400 Gramm CO2 pro hergestellter Kilowattstunde. Ein Elektroauto
fährt mit einem Kilowatt, mit einer Kilowattstunde etwa 4,2 Kilometer, ein Tesla S zum Beispiel, dann können Sie sich schnell ausrechnen, dass im Moment, wenn ein Auto geladen wird und in der Nacht sowieso, wenn Solarstrom zumindest schon mal ausfällt, dann haben Sie im Grunde genau die Emissionswerte pro Kilometer mit einem Elektroauto, was mit diesem Strom geladen wird, wie ein moderner VW Diesel. Und da frage ich mich, was ist hier eigentlich los? Wir ramponieren unsere wertvolle, eigentlich die wertvollste Industrie- und Wohlstandsstütze, die Autoindustrie mit all ihren Verletzungen, angeblich um das Klima zu retten. Und in Wirklichkeit haben wir so einen schmutzigen Strom, dass das Elektroauto keinen Vorteil hat. Und da sage ich, das hat was mit Planwirtschaft, mit Ideologie zu tun. Hier wird eine Technologie in den Markt gedrückt, die ihre Vorteile nur dort in Zukunft haben wird, wo ich wirklich einen CO2-freien Strom habe. Und Schlussbemerkung, aber wir schalten ja genau den CO2-freien Atomstrom, der dazu noch grundlastfähig ist, den schalten wir als erstes ab, sodass dann ab 23 der deutsche Strom noch ungünstiger für die Elektromobilität ist. Und da frage ich mich als Ingenieur, sind Fakten nicht mehr relevant? Geht es hier nur noch um Ideologie, weil die Grünen wissen, welche Technologie gut für uns ist? Mir fehlt diese Technologieoffenheit, mir fehlt die nüchterne Herangehensweise, um wirklich etwas fürs Klima zu tun und nicht vordergründig Klimapolitik dazu benutzen, um eine andere Gesellschaft zu bauen, die bestimmte politische Gruppierungen gerne hätten. Das heißt, Sie bezweifeln, dass wir in Deutschland mittel- oder auch langfristig genügend regenerative Energie aus Wind, Sonne, Gezeiten, Erdwärme schaffen können, um quasi das auszugleichen, was wir im Moment über Kohle und Öl gewinnen. Ich bin jetzt mal mutig und provokativ in meiner Aussage, weil das ja schwierig, vielleicht ist das ein Forum, wo man das noch darf. Aber ja, wir haben im Moment 125 Terawatt installierte Leistung mit regenerativer Energie, Wind und Solar. Okay? Wir wissen alle, dass diese 125 Terawatt nicht ständig zur Verfügung stehen, sondern in der Nacht scheint üblicherweise keine Sonne. Also fällt schon mal die ganze Solarinstallation aus. Und wenn dann auch noch wenig Wind ist, wie heute Nacht zum Beispiel oder im Moment, dann trägt auch die ganze installierte Windkapazität nur einen Bruchteil des Gesamtbedarfs bei. Also ist im Moment, wenn Sie jetzt in den Strommix schauen, ist ein bisschen Biomasse da, ja. Es ist bei uns ja keine Wasserkraft da, aber es ist im Wesentlichen Kohle und Gas, die im Moment, so wie wir hier sitzen, den Strom produziert, den wir im Moment gerade verbrauchen. Wenn wir die gesamte Mobilität auf Elektroantrieb umstellen, was ja langfristig auch richtig ist, die Frage ist nur, muss es so schnell erzwungen werden, um dann Brüche in der Industrie und Wirtschaft auszulösen, was wir tun, dann müssten wir im Grunde 3000 Terawatt installierte regenerative Energie haben. Wir haben im Moment 30.000 Windräder. Nur um Ihnen eine Vorstellung zu geben, wir bräuchten dann 300.000 Windräder. Ich weiß nicht, wie das darstellbar ist. Und hier setzt auch meine Kritik an, dass vor allem jetzt auch die Grünen, die ja immer einflussreicher werden, dass die Grünen im Grunde hier so undifferenziert rangehen und bewusst so ein Thema nicht zu Ende denken. Denn mir konnte noch niemand beantworten, wie denn der CO2-freie Strom für sinnvolle Elektromobilität und auch, sage ich, Elektrifizierung der Industrie, wollen wir ja auch. Und man darf nicht vergessen, ein Drittel des CO2-Ausstoßes hat was mit Wohnungsbau, also mit dem Wohnungsbestand zu tun und Heizung. Wenn Sie das alles, was richtig wäre langfristig, auf CO2-freien Strom umstellen, dann können Sie das niemals mit regenerativer Energie machen. Das ist undenkbar und Sie bräuchten Puffer, die so viel Aufwand verschlingen, das ist nicht machbar. Deswegen ist meine Provokation, die ich schon angekündigt habe, die, dass ich sage, das will niemand hier hören, Sie kommen um eine neue Art der Kernenergie wie Thorium oder Kernfusion später nicht drumherum. Aber ich find's nicht in Ordnung, dass man das Thema in der Gesamtenergiebilanz bewusst ausblendet und nicht zu Ende denkt. Denn dann würde man
darlegen müssen, dass es gar nicht geht. Ich meine, das hat ja sogar mal Greta Thunberg zwischendurch gesagt, dass sie gesagt hat, solange wir noch nicht genügend regenerative Energien haben, müssen wir doch darüber nachdenken, ob man Kernenergie als Brückentechnologie beibehält. Und das hat ihr dann gerade aus Deutschland viel böse Kritik eingetragen. Wir kommen vielleicht darauf zurück, das ist ja im Grunde die These, die Transformation des Automobilsektors kann nicht funktionieren, weil die Energiewende nicht funktionieren wird. Olivier Repair, Chef von ShareNow, einem der vielleicht das größte Carsharing-Unternehmen in Deutschland. Wenn wir im Moment mal diese Frage weglassen, ob die Energiewende funktioniert, wie nehmen Sie es denn wahr, dass man lange Zeit ja in Deutschland gesagt hat, eigentlich sollte der Individualverkehr zurückstehen, wir brauchen viele Leute in den Städten fahren Fahrrad und ansonsten gibt es den öffentlichen Nahverkehr. Bei Ihnen habe ich aber den Eindruck, geht es doch trotz Corona mit den Zahlen recht solide. Zumindest bleibt es gleich oder geht sogar leicht nach oben. Wie nehmen Sie das wahr? Ist Individualverkehr immer noch eine essentielle Anforderung der Menschen? Also ich denke mal, es war klar, dass, ich sage jetzt mal, im Rahmen der Covid-Krise, dass der Bedarf an Individualverkehr wieder zugenommen hat. Und das spüren wir auch bei uns, ne? Also klar, im April letztes Jahr sind die Zahlen massiv nach unten gegangen, auch was geteilte Mobilität angeht. Aber sehr, sehr schnell haben wir uns sehr gut erholt und die Zahlen haben dann auch die Jahre davor übertroffen. Ja? Das spricht für eine Zunahme dieser individuellen Mobilität. Ja, haben die Leute Angst, sich in die U-Bahn und Busse zu quetschen und zu infizieren? Wie erklären Sie sich das? Das ist natürlich auch ein Teil der Begründung dafür. Aber was wir sehen, jetzt auch unabhängig der Covid-Krise, wenn man sich die Mobilität oder mit der Mobilität in den Städten beschäftigt. Was wollen die Kunden? Was wollen die Menschen, die in der Stadt leben? Sie wollen ein Mobilitätsökosystem. Sie wollen eine Flexibilität. Und die Frage ist, wie geben wir den Kunden, den Leuten den Zugang zu dieser Flexibilität? Und das Auto ist ein wichtiger Bestandteil. Also das merken wir auch. Ich weiß, es gibt viele, die sagen, wir brauchen keine Autos in den Städten. Ich glaube nicht, dass die Menschen in den Städten genau das so sehen, weil wir sehen ja, dass in diesem Mix zwischen Autonutzung, öffentliche Verkehrsmittel bis zum Fahrrad, sehen wir ja, wir wissen es ja, dass es querbeet genutzt wird, je nach Bedarf. Wichtig ist auch, dass wir uns mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch herantrauen zu sagen, dieser Zugang zu dieser Mobilität, und weil wir jetzt das Thema Carsharing nehmen, ja, es ist in Deutschland erfunden worden. Ja? Auch die ganze Tech dahinter, das, was wir entwickelt haben, dieser digitale, einfache Zugang zu einem Auto, das Auto zu öffnen, die Miete zu starten, wieder abzuschließen, das ist etwas, was in Deutschland nicht nur erfunden worden ist, auch auf der technologischen Seite entwickelt worden ist. Und aber das auch zusammen mit der Automobilindustrie. Das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Aber kann es auch sein, dass das in gewisser Weise auf Deutschland oder Europa beschränkt bleibt? Ich weiß, Sie sind ja mit ShareNow in verschiedenen europäischen Ländern, in Madrid und dann in Spanien tätig. Sie sind aber auch mal, wenn ich es richtig sehe, nach USA, haben Sie versucht, Fuß zu fassen und sind dann aber wieder zurückgekommen. Kann es sein, dass so das Kulturgutauto, man möchte eben doch sein eigenes haben, wo man im Handschuhfach mal irgendwas abgelegt hat, was man bei der nächsten Fahrt an Naschereien oder Kaugummis oder was auch immer wieder rausholt. Kann es sein, dass dieses Kulturgut, das eigene Auto, so ein bisschen wie das eigene Wohnzimmer im Kleinen so groß ist, dass man vielleicht in Deutschland junge Leute in den Großstädten sagen, uns reicht ein geliehenes und geteiltes Auto mit anderen, während aber der große Teil der Bevölkerung weltweit sagt, nee, ich möchte doch mein eigenes haben? Also zuerst mal, um auf den ersten Teil Ihrer Frage zurückzukommen. Ja, wir waren mal in North America unterwegs, also sowohl in den USA als auch in Kanada. Das war noch zu Zeiten von Car2Go, also vor dem Merger zwischen Car2Go und DriveNow. Wir waren auch in einer Stadt in China. Was man ganz klar sagen muss, der Rückzug aus USA hat nichts mit
der fehlende Liebe, sage ich mal, zu geteilter Mobilität in den USA oder in Kanada zu tun. Wir waren recht erfolgreich da. Das hat strategische Hintergründe mit einer Konzentration auf Europa zu tun gehabt. Sie haben recht, es gibt Menschen, die, und besonders in Deutschland, hat man einen sehr großen persönlichen Bezug zum Auto, man hat eine große Liebe zum Auto, das ist auch schön so, aber die Menschen, die Autos teilen, haben auch einen sehr positiven Bezug zu den Autos. Was auch wichtig ist, und ich glaube, das ist auch unsere Herausforderung und unsere, wie soll ich mal sagen, Verantwortung in der Zukunft, ob jetzt die Autos voll elektrisch sind oder mit Verbrennermotor. Ich glaube, solange sie im privaten Besitz sind in der Stadt, werden sie immer noch über 90% der Zeit einfach nur rumstehen. Und ich finde, unsere Generation hat eine Verantwortung gegenüber der Generation nach uns, da ein bisschen mehr Effizienz reinzubringen und ein bisschen weniger verschwenderisch zu sein. Ja? Und das ist das, was wir vertreten. Wir lieben Autos, aber wir finden, dass es sehr großen Sinn macht, diese sehr schönen Produkte untereinander zu teilen. Ja? Und ab und zu haben Sie recht, vergisst auch mal ein Kunde was im Handschuhfach, weil er dachte, ups, das fühlt sich jetzt an wie das eigene Auto. Und dann müssen wir halt dafür sorgen, dass er das auch wieder zurückbekommt. Ein Punkt ist auch noch ganz wichtig. Früher oder vor noch wenigen Jahren hat man das Thema Carsharing mit so kurzen Fahrten verbunden. Nur 20 Minuten, 30 Minuten. Wir sind schon längst davon weg. Was meine ich damit? Heutzutage ist Carsharing wir nennen das Use Cases, ja. Das fängt tatsächlich an mit so einer 20-Minuten-Fahrt, aber jetzt geht bis zu 30-Tage-Miete. Das heißt, auch die Menschen, die mit unseren Fahrzeugen in Urlaub fahren wollen, können das durchaus tun. Das heißt, man nimmt immer mehr Ausreden weg, überhaupt, ich sage mal, ein privates Auto, was die ganze Zeit rumsteht am Straßenrand, überhaupt noch zu besitzen. Und ich glaube, das ist unsere Mission. Und ich glaube, das ist halt sehr, sehr wichtig, dass wir das auch als Verantwortung sehen. Frau Müller hatte signalisiert, dass sie etwas sagen möchte. Nehmen Sie aber doch bitte bei Ihrer Antwort auch Stellung zu dieser These von Professor Reitzle, der ausdrücklich gesagt hat, ich will hier auch ein bisschen Provokantes in den Raum werfen, dass die Energiewende so nicht funktionieren wird. Wie sehen Sie das, abgesehen von dem, was Sie ohnehin sagen wollten? Naja, dass die Energiewende gerade so, wie wir sie in Deutschland machen, kein Exportschlager geworden ist, ist ja wohl eindeutig. Und deshalb warne ich auch, ich komme ja aus der Energiewirtschaft jetzt, die Fehler, die man dort gemacht hat, jetzt auch in Verkehrswenden und in anderen Klimafragen auch fortzuführen. Man hat eben nicht auf Innovationen gesetzt. Man hat eben nicht überlegt, die Technologie zu bevorzugen, die die größte CO2-Einsparung für einen Euro bringt und all diese Dinge. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob Politik wirklich final abschätzen kann, wie Forschung und Innovation sich entwickeln wird oder ob wir dort nicht auch auf Experten ein bisschen hören sollten. Trotzdem, der Hochlauf der Elektromobilität, das hat ja auch Professor Reitzle gesagt, der wird kommen, aber er braucht halt bestimmte Rahmenbedingungen. Dazu gehört natürlich Ökostrom, dazu gehört die ausreichende Ladeinfrastruktur, das Verbrauchervertrauen und anderes mehr. Also insofern... Eine Zwischenfrage. Wäre Ökostrom aus Ihrer Sicht auch sicherer Atomstrom, sei es Fusionsenergie oder Atomkraftwerke der vierten Generation? Ich glaube, dass der Atomausstieg damals in Deutschland überhastet war. Wir haben damals in der Energiewirtschaft darauf aufmerksam gemacht, dass wir dann erheblich mehr CO2 in der Stromproduktion haben. Ich bezweifle allerdings, dass es in Deutschland Unternehmen derzeit gibt, die bereit wären, auch erneut zu investieren in diese Bereiche. Also insofern ist auch das vielleicht eine ökonomische Frage. Also ich will da nicht aus dem Wege gehen, aber ich sehe jetzt nicht die Diskussion, die dorthin führt. Das zeigt aber umso mehr, dass es nämlich auch richtig ist, auch zu überlegen, ob wir nicht auch über E-Fuels, über Wasserstoff auch Potenziale heben. Und da machen wir den gleichen Fehler gerade wieder, wie in anderen Bereichen. Wir denken nicht groß, wir denken jetzt nicht in engagierten Zielen für E-Fuels, für Wasserstoff. Wir haben alleine 1,4 Milliarden Fahrzeuge weltweit im Bestand. Ohne die einzubeziehen, werden wir Klimaneutralität sowieso nicht erzielen. Das heißt, Beimischungsquoten für Biokraftstoffe, E-Fuels und anderes müssten wir erhöhen. Dazu werden jetzt auch Weltmärkte gerade verteilt. Absolut. Wir hatten ja die geostrategische Frage gerade schon. Das können wir jetzt wieder an uns vorbeiziehen lassen, weil man den ideologischen Blick zu eng fokussiert. Oder wir können es jetzt optionieren, um in 10 Jahren entscheiden zu können, was ist der bessere wirtschaftliche Weg. Genau. Und das kritisiere ich, dass hier das Vorausschauende in der Politik fehlt. Ich will ausdrücklich aufgreifen, was Sie sagten, dass das Ökosystem des Autos sich verändert. Und ich sag mal auch der gesamten Mobilität, des Mobilitätsbedürfnisses der Menschen. Und da rate ich
den Mut zu haben, Unterschiede zu sehen. Das ist im städtischen Raum anders zu sehen als zum Beispiel in ländlichen Räumen. Hier haben wir ganz andere Optionen und Möglichkeiten. Wir sind ja mit der IAA Mobility in diesem Jahr im September hier in München. Dann wollen wir auch Beispiele geben, wie in einer Großstadt, wie man natürlich auch diese, das zu viel von allem mit vernünftigen Systemen über Ride-Pooling, über Sharing Economy und andere Dinge wirklich auch miteinander verbinden kann. Autonomes Fahren. Ich finde übrigens auch, dass die Potenziale der Digitalisierung zur CO2-Reduktion viel zu wenig diskutiert werden in unserem Land. Aber auch autonomes Fahren ist wiederum mit Shuttle-Systemen auch eine Möglichkeit, ländliche Räume anzubieten. Tagsüber älteren Menschen, die nicht Auto fahren können oder wo es halt keinen öffentlichen großen Nahverkehr gibt, Teilhabe zu ermöglichen, abends junge Leute sicher nach Hause kommen zu lassen von einer Veranstaltung. Also ich finde, diese ganzen Kreativitäten, die sollten wir jetzt ausnutzen. Ich hoffe, dass der Gesetzentwurf zum autonomen Fahren noch durch diese Legislaturperiode geht, weil wir sonst über ein Jahr verlieren würden. Das würde uns zurückwerfen. Die Technik ist da, die Unternehmen können das. Wir brauchen jetzt den gesetzgeberischen Rahmen, um das zu erproben, um das halt hier eben auch in Deutschland wirklich auszutesten und fahren zu lassen. Und diese Aspekte, die dürfen nicht unter anderen Aspekten vollkommen verloren gehen. Das ist mir sehr wichtig, dass wir das, wenn wir von einer Verkehrswende reden, dass wir immer daran denken, es ist eine soziale Frage auch. Mobilität ist Teilhabe. Die Menschen einfach nur zurückzudrängen, also das Szenario des Umweltbundesamtes, das Rescue-Szenario 2050, das sagt, 2/3 des individuellen Autosverkehrs abzuschaffen. Das kann man sich, glaube ich, nur in Berlin am Prenzlauer Berg ausdenken, wenn ich das so sagen darf, sondern Teilhabe bedeutet für ganz viele Menschen existenzielle, gesellschaftliche und soziale Teilhabe, Wege zur Arbeit, aber auch im Privatleben. Und ich finde, wir müssen mit den Menschen Wege entdecken. Wir müssen Anreize schaffen, dass Menschen die Wege mitgehen. Und diesen Anreiz durch Zwang, durch staatliche Vorgaben zu ersetzen, das ist eigentlich immer schiefgegangen in der Geschichte. Frau Pi, autonomes Fahren. Sie waren ja Chief Financial Officer, glaube ich, auf einer der Audi-Töchter, die gerade für autonomes Fahren, computergesteuertes Fahren zuständig waren. Wo stehen wir da eigentlich? Wie sind wir auch, wenn wir gelernt haben, im Weltmaßstab verglichen etwa mit Tesla, hängen wir zurück. Frau Müller ist optimistisch, dass wir das aufholen. Sie natürlich auch. Aber gerade beim autonomen Fahren. Wie steht Deutschland da? Also, Audi speziell. Ja, also Sie haben ja gerade das Beispiel angesprochen mit der Autonomous Intelligent Driving, diese Tochtergesellschaft, die wir als Audi ja gegründet haben. Und ich meine, da haben wir schon gesehen, dass es ein unglaubliches Potenzial an wirklich Spitzenkräften auch in Europa gibt. Ja. Also es ist durchaus möglich, auch so ein Team wirklich in Europa aufzubauen. Wir waren ja am Ende bis 300 Personen groß. Und der VW-Konzern hat ja dann diese Entity eingebracht in das Joint Venture mit Argo AI und Ford. Und jetzt entwickeln diese beiden Standorte eben gemeinsam das autonome Fahren weiter. Also ich glaube, dass wir an der Stelle tatsächlich, insbesondere als Standort Europa, uns da auch immer unser eigenes Licht unter den Scheffel stellen, weil ich glaube, dass wir vom Potenzial her genauso gute Leute hier haben, um solche Themen zu entwickeln. Und wenn Sie es jetzt ansprechen, ich meine, VW-Konzern in Summe, wir gehen ja zwei Wege im Bereich autonomes Fahren. Das eine ist ja eher der Fokus jetzt auf die Stadt, was ich angesprochen habe mit AID früher und jetzt Argo AI in Kombination mit Volkswagen-Nutzfahrzeuge, eher auch im Bereich Mobilitätsservices da aktiv zu werden und ein Angebot zu haben, das ist der eine Pfad. Und das andere ist eben eher für Langstrecke, für den Individualverkehr, was wir bei Audi zusammen mit Carrier treiben. Aber wann wird es soweit sein? Wann werden wirklich selbstgesteuerte oder selbststeuernde Wagenfahrzeuge durch deutsche Städte fahren? Vielleicht ist es ja in Städten sogar noch schwieriger als auf der Landstraße, weil da einfach die Datenflut noch viel schwieriger ist, um da quasi pro Auto die richtigen Daten zu empfangen und keine Fremdeinwirkung zu haben. Wann kann man in Deutschland, wo auch immer, mit einem computergesteuerten Auto fahren? Also wir sagen ja so ab 2025 ist es durchaus realistisch. Doch, glaube ich schon. Es sind die Zweifel auf der anderen Ecke, ist okay. Nein, aber ich glaube, dieses Thema, also gerade jetzt VWN mit Argo hat es ja auch angesprochen, dass sie da erste Use Cases in Hamburg bringen wollen und so weiter.
Es ist auch da wieder eine Frage auch der Infrastrukturen des Gesamtpaketes. Ja? Also nur die Technologie im Auto allein wird es ja nicht sein, sondern es müssen auch die Rahmenbedingungen da sein. Die gesetzlichen sind die einen. Ja, sie brauchen 5G-Netz, sie brauchen wirklich stabile Breitbandversorgung, um tatsächlich auch solche Technologien umsetzen zu können. Das heißt, wir sind wieder beim gestrigen Thema, das wir hier auf dem Gipfel hatten, Digitalisierung als absolute Priorität. Es bedingt sich halt gegenseitig und sie brauchen beide Facetten oder alle Facetten, um die zusammenzubringen. Ja. Herr Becker, Sie hatten den Kopf geschüttelt bei der Datumsansage 2025 autonomes Fahren. Sie sind skeptisch. Nein, es ist einfach insofern undenkbar, weil ich mich manchmal wundere, warum wir uns eigentlich über die Natur stellen. Die Schwarmtechnologie wird seit vielen Jahren erforscht. Und Sie wissen genau, was in der Schwarmtechnologie die Regeln sind. Die Regeln sind, bewege dich in die gleiche Richtung, bewege dich mit der gleichen Geschwindigkeit und halte den Abstand. Es hat doch einen Grund, warum ein Zug auf einer Schiene fährt. Wir kriegen im Mischverkehr das, was jetzt beschrieben wird, niemals hin. Niemals. Sie können das machen und ich meine, Sie sehen doch jetzt zum Beispiel, was die Chinesen in ihrem Testbereich sind, immerhin, sage ich jetzt mal, ein großes Gebiet von 500, sage ich jetzt mal, Kilometer Netzstrecke, was sie aufgebaut haben. Sie bauen eine Art von Sicherheit auf. Sie sagen, Sie können nicht, gehen Sie doch nach Paris und versuchen Sie doch in Paris autonom zu fahren. Das wird nicht funktionieren. Es ist für mich nicht unbedingt die technologische Frage, sonst der Mischverkehr funktioniert nicht. Sondern Sie müssen einfach mal beginnen, hinzugehen und zu sagen, was habe ich eigentlich für Nutzen? Ich will ein Stück weit auf einer Spur autonom fahren und dort im Grunde bestimmte Regeln vorgeben. Wenn Sie aber hingehen und sagen, ich mische alles durcheinander, dann wird es nicht funktionieren. Und vielleicht darf ich noch eins sagen, ich fand es ganz spannend, die Fragen, die Sie gestellt haben. Sie haben angefangen mit einer Tech-Shift-Frage, indem Sie gesagt haben, Elektromobilität. Dann habe ich gesagt, passen Sie auf, was die Industriepolitik tut. Ich sage nämlich auch, offensichtlich ist ja jemand unglaublich klug und weiß ja viel mehr als die Spezialindustrie. Und ich sage ja, der Industrie ist es genommen worden, eigentlich zu beschreiben, wie ein Weg aussieht. Wir sind eigentlich nur noch Getriebener. Und dann haben Sie gesagt, es ist der Kunde. Und jetzt wird es spannend. Meinen Sie jetzt Frau Müller? Oder? Nein, die Frau Müller hat es gesagt und der Vertreter von Schernau, das ist der Kunde. Repair, ja. Und jetzt wird es interessant, weil der Kunde eigentlich gar nicht mehr gefragt wird. Wann würde der Kunde sagen, dass das autonome Fahren für ihn einen Vorteil hat? Es geht doch um einen Grenznutzen, der irgendwo ein Stück weit für den Kunden eine Rolle spielen muss. Es geht doch nicht um eine Technologie. Nee, und es geht Sie auch haben, nicht um die Sie Technologie. Haben den Mittelpunkt gestellt, darf ich sagen, Sie haben den Mittelpunkt gestellt, den Kunden, und haben gesagt, wann wird der Kunde in welcher Applikation welche Mobilität nutzen? Und das ist genau die richtige Frage. Und darum, Sie haben es richtig beantwortet, dass technologisch in einem gesicherten Umfeld autonomes Fahren funktioniert, sage ich Ihnen auch, gibt es genug Teststrecken auf der ganzen Welt, aber nicht im Mischverkehr. Und das ist auch nicht das, was der Kunde im Mischverkehr erleben will. Also jeder, der viel autonom oder teilautonom fährt und die Erfahrungen gemacht hat, sagt, das ist kein Grenznutzen, den ich gerne optimieren würde. Frau Pie möchte widersprechen, aber vorher, Professor Reitzle, Sie haben zustimmend genickt. Sie als Ingenieur, frage ich jetzt mal, und nicht den ehemaligen Automobilmanager. Sie sind auch skeptisch, dass autonomes Fahren machbar ist in absehbarer Zeit? Nun, wir beschäftigen uns mit Continental, mit ein paar tausend Mitarbeitern, mit diesem Thema automatisches Fahren und Richtung autonomes Fahren. Ich glaube, wir müssen ein bisschen hier differenzieren für die Zuschauer. Sie haben nach autonomen Fahren gefragt und Frau Pie hat gesagt, bis 2025 undenkbar. Weil autonomes Fahren bedeutet, dass ich in einem diffusen, chaotischen Verkehrsumfeld mit den Fähigkeiten, die das Fahrzeug selbst über Kameras, Sensoren, LIDAR und Ähnliches hat, in der Lage ist, ein Fahrzeug ohne Lenkrad und Eingriff des Fahrers zu bewegen. Das ist autonomes Fahren. Level 5 nennen wir das. Undenkbar in den nächsten 10 Jahren. Sie sagen gar nie. Ich sage, es beginnt mit klar definierten Areas, genau, wo man People Mover in der Innenstadt, wo auch die Infrastruktur mit Sensoren ausgerüstet ist und das Fahrzeug unterstützt und präziser in der Lokalisierung macht. Das geht. Aber wir werden über Fahrerassistenzsysteme Zug um Zug zum automatischen Fahren kommen. Das ist immer noch ein Auto mit Lenkrad, wo aber das Fahrzeug in normalen Verkehrssituationen schon alles selbst kann.
der Fahrer aber im Zweifelsfall ein Signal bekommt, einzugreifen. Das ist aber nicht autonomes Fahren, das ist automatisches Fahren. Dieses kommt in den nächsten 4, 5, 6, 7, 8 Jahren, je nachdem, welchen Preis das Auto hat. Denn um Ihnen nur mal einen Hinweis zu geben, heute würde, Sie können das ja mit Prototypen darstellen, ein wirklich autonom fahrendes Auto mit allen Unzulänglichkeiten würde immer noch Unfälle bauen, mehr als 10.000, 12.000 Euro Herstellkosten dazu addieren, wären nochmal 20.000, 25.000 Euro Verkaufspreis. Undenkbar, das durchzusetzen. Also, autonomes Fahren, Leitbild für die Zukunft, aber in unserem Leben aus meiner Sicht nur in sehr klar definierten Spuren oder Metro-Areas. Das automatische Fahren, da gebe ich Frau Pi recht, das wird schon sehr zügig kommen. Aber Sie bleiben bei Ihrem Optimismus oder nee, also das eine jetzt gerade, das, was Herr Reitzle gesagt hat, ich meine, wir reden nicht von Level 5, ja, überall zu jeder Wetterbedingung. Das ist aber davon, autonom. Nee, also Level 4 nennt man auch schon autonom und das ist ja auch das Gesetz, auch was da. Bis 2025. Ja, doch eben in bestimmten Use Cases. Nein, ich glaube tatsächlich, natürlich wird es nicht in jeder Stadt flächendeckend sofort möglich sein. Ja, sie werden es sukzessive ausrollen. Das ist allen klar, die sich mit der Technologie beschäftigen. Aber wir werden, und da bleibe ich dabei, ja, erste Anwendungen in 25 sehen, ab 25, wo das durchaus möglich ist und auch im Mischverkehr. Weil wenn Sie warten, bis der komplette Verkehr irgendwie eindimensional ist, Stichwort Smart Cities in China, ja gut, ich meine, dann ist es natürlich nicht mehr die große Challenge. Ja. Okay, machen wir Wette. Gut, die Wette ist hier angenommen. Die nächste Wette, Frau Müller, wenn Sie sagen, das neue Klimaschutzgesetz, das heute im Kabinett ist, ist eigentlich zu schlimm, zu stark, zu wenig ausgewogen. Sie haben es ausdrücklich kritisiert. Würden Sie denn wetten, dass die deutsche Automobilindustrie in, sagen wir, 10 Jahren immer noch das Kernstück der deutschen Industrie und der arbeitsplatzgewinnenden Branchen ist? Ich will noch mal betonen, dass ich glaube, dass man die Ziele intelligenter erreichen kann. Und das ist meine Kritik und dass ich bei vernünftiger Gesetzgebung auch auf eine Folgenabschätzung auch setze. Das Thema Beschäftigungseffekte sind eben schon mal gekommen. Es ist eben nicht so, dass jeder, der heute an einem Teil des Verbrennungsmotors arbeitet, in Zukunft der Digitalexperte im Elektroauto sein wird. Das heißt, es wird einen gigantischen Shift auch in der Beschäftigung geben. Es hat immer Transformation gegeben und immer dann, wenn es disruptiv gewesen ist, gab es große Verwerfungen. Ich sage das nur, weil in Europa 14 Millionen Menschen, 14 Millionen Beschäftigte am Automobil hängen auch. Das heißt, auch Industriepolitik gehört für mich dazu, Nachhaltigkeit zu erreichen. Und Nachhaltigkeit der Vereinten Nationen hat ja im Übrigen auch diese Dimension. Klimaschutz genauso wie soziale Nachhaltigkeit und anderes. Und ich glaube, Europa muss antreten, gerade im internationalen Wettbewerb zu beweisen, dass man mit Innovation und Wachstum vernünftigen Klimaschutz machen kann, ohne seine Industrie zu zerstören. Ich bin der festen Auffassung und ich sehe die deutsche Automobilindustrie dafür wirklich gut aufgestellt. Wir bauen nach wie vor wirklich qualitativ hochwertige Autos. Ich glaube, dass wir gewaltig aufholen im Bereich der gesamten Digitalisierung mit ihren Potenzialen, teilweise auch schon etwas besser sind als unser Ruf, denn wenn ich an Level 2, das ist der Einstieg, die Assistenzsysteme und dann viele andere Bereiche denke, dann brauchen wir uns, glaube ich, vor den Herausforderungen nicht verstecken. Die Frage ist aber jetzt, wie werden in Europa, und ich möchte es bewusst nicht als deutsches Thema setzen, sondern wie werden in Europa vernünftige Ziele auch gesetzt? Ich bin immer ein bisschen irritiert, wenn Politik meint, jetzt im Klimaschutzgesetz für 2030 bis 40 jahresscharfe Ziele vorzugeben. Das ist eine Weisheit, die ich mir heute nicht anmaßen würde, wenn ich an die Möglichkeiten von Sprunginnovationen auch denke. Verstehen Sie mich richtig, ich möchte schon klare Zielvorgaben haben, aber dieses Gefühl, 10, 15 Jahre exakte CO2-Werte vorzuplanen, das ist, glaube ich, eine Illusion, die dort aufgebaut wird. Stattdessen Rahmenbedingungen setzen, ich sage das nochmal, Innovation, Investitionen, Infrastrukturen zu schaffen, das ist das, was den Standort fit machen kann. Und das mangelnde Digitalisierungsangebot der öffentlichen Hand, die schlechten Planungs- und Genehmigungsverfahren, ist natürlich genauso ein Problem wie die mangelnde Breitbauinfrastruktur, die wir hier haben. Alles das sind Wettbewerbsbedingungen für die Zukunft. Und dann
Ich sage das, weil ich damit eingestiegen bin, auch hier gerne nochmal, die Standortbedingungen nicht aus dem Auge zu verlieren. Ich möchte, dass Arbeitsplätze weiter in Deutschland und in Europa auch entstehen können und nicht aus Europa herausgedrängt werden und übrigens dann ja auch meistens mit wesentlich schlechteren CO2-Bilanzen. Also wir haben nichts gekonnt, wenn wir Industrien einfach aus Europa herausgehen. China setzt sein Versprechen auf 2060. Wir wollen der CO2-Neutralität. Wir wollen jetzt 2045 haben. Das ist eine industriepolitische Generation. Ich bin mir nicht sicher, dass in einem 14-tägigen Gesetzgebungsverfahren, wir hatten keine 24 Stunden Anhörungsfrist als betroffene Industrie, dass in so einem Gesetzgebungsverfahren wirklich die Konsequenzen richtig abgeschätzt worden sind. Und eins hat das Bundesverfassungsgericht klar gesagt, gute Gesetzgebung ist wichtig. Und das ist eben kein Beispiel. Also im Grunde, es war eine Gesetzgebung mit Blick auf den Wahlkampf, richtig? Das ist es, aber es gibt ja einen Überbietungswettbewerb. Es gibt ja heute schon diejenigen, die sagen, dass das auch wieder nicht genug ist. Ich glaube halt nochmal, dass wir die Ziele nicht erreichen, wenn sie unrealistisch werden und dass wir dem Klimaschutz keinen Dienst tun. Wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, und das ist immer die Perspektive, die ja mehrfach auch eingefordert ist, sie müssen die Menschen in diesem Land mitnehmen. Sie müssen sie gewinnen, sie müssen sie überzeugen von Elektromobilität, genauso wie von den Chancen von Digitalisierung, von autonomem Fahren und anders. Und den Menschen Anreize zu setzen, sie mitzunehmen und nicht staatlich vorzugeben, ist jedenfalls mein Verständnis von sozialer Marktwirtschaft. Wir sind ja heute auch beim Ludwig-Erhard-Gipfel, der uns erfolgreich gemacht hat, auch immer auch Resilienz geschafft hat gegen große Krisen. Und auf diese Stärken sich wieder zu besinnen, wo sollte man das besser fordern als an so einem Ort wie heute? Herr Becker, Sie haben eben mal das Kundeninteresse ins Gespräch gebracht. Bei dem einen wäre ich persönlich anderer Meinung als Sie. Also ich glaube schon, dass autonomes Fahren für mich persönlich wäre es ein Mehrwert, wenn ich wüsste, ich könnte auf dem Beifahrersitz oder hinten sitzen und ein Buch lesen und E-Mails beantworten, was auch immer, während das Auto automatisch fährt. Aber unabhängig davon, ob Sie recht haben, wollen wir jetzt nicht auch noch wetten, Der Ansatz von Olivier Repair und anderen Carsharing-Diensten zu sagen, wir machen das Auto in dem Sinne effizienter, dass nicht mehr eines für eine Person oder für einen Haushalt, sondern für mehrere hergestellt wird, würde das aus Ihrer Sicht erstens dem Kundeninteresse zunehmend, auch gerade bei jungen Leuten, entsprechen? Und zweitens, wäre das aus Ihrer Sicht ein Beitrag quasi zur CO2-Reduzierung, wenn es über die Energiewende und die Idee, wir werden alle irgendwann elektrisch fahren, kurzfristig nicht erreichbar ist? Also nochmal grundsätzlich ist mein Petitum, dass ich ja sage, wir müssen schauen, was will eigentlich der Kunde? So, und die Frage ist jetzt, wie entscheidet der Kunde und was sind seine Kriterien? Und es gibt ja in der Automobil versus der Truck-Industrie einen großen Unterschied. Die Truck-Industrie ist sehr stark Total Cost of Ownership getrieben. Und der Total Cost of Ownership-Gedanke, also die Frage, was für ein Budget habe ich und wie gebe ich dieses Budget aus, überträgt sich meines Erachtens in bestimmten Applikationen. Also ich muss es ehrlich sagen, ich habe einen Sohn, der ist Student und der überlegt sich schlicht und ergreifend, was ist sein Gesamtbudget für Mobilität. Wir haben heute eine andere Situation als zu Beginn dieses Jahrhunderts, wo sie im Grunde diese Vielfalt von Angeboten gar nicht hatten. Das heißt, Ihre Frage, die ich eigentlich so gern beantworten würde, ist folgendes. Wenn Sie den Grenznutzen sehen, in der Applikation statt, bin ich ein großer Verfechter von dem Thema, Fahrzeuge zu teilen. Jetzt sind Sie Familie und Sie wohnen mitten in der Stadt und Sie haben, ich sage jetzt mal, Kinder und Sie sagen, Sie teilen diese Fahrzeuge. Irgendwann kippt dieser Grenznutzen. Und ich würde halt mal wirklich mehr auf diese Applikationen schauen und sagen, junge Leute, haben Sie vollkommen recht, unterstütze ich auch äußerst. Familien beginnen zu überlegen, ist es für mich eigentlich überhaupt optimal? Und dann kommt das Thema Kosten dazu. Das heißt, was habe ich für ein Budget für Mobilität im Monat? Ganz interessant, die größten Mobilitätszuwachsraten vor Corona hatten wir in Indien. In Indien. Und warum? Weil ich im Gesamten, ich habe 1.600 Dollar Haushaltseinkommen pro Person im Jahr. 1.600 Dollar. Die ganzen Ideen, Budget Cars in diesen Markt zu treiben, waren total unsinnig. Und warum? Weil im Grunde das Thema Shared aus der Sicht, sagen wir, Total Cost of Ownership, tatsächlich eine Rolle gespielt hat. Übrigens ganz interessant, weil Sie gesagt haben, spielt das CO2-Thema damit rein? Als wir diesen Shared-Boom hatten, den hatten wir vor 2 bis 3 Jahren, ist die Anzahl der Fahrzeuge gesunken oder gestiegen?
so wie Sie fragen, würde ich jetzt mal sagen, gestiegen. Gestiegen. Also man kann nachweisen, für große Städte in den USA, Sie wissen New York als Beispiel, ja, New York ist die Anzahl der Fahrzeuge stark gestiegen. Warum? Weil viele Menschen aus dem Thema öffentlicher Verkehr gewechselt haben auf das Thema Shared bzw. Kurzstrecken. Warum? Weil das eine Aufwertung war. Sie müssen ja sehen, wir haben ja verschiedene Gruppen, die verschiedene Budgets haben. Und die verschieben sich auch dort. Das heißt, plötzlich war der öffentliche Verkehr war eigentlich jemand, der extrem stark gelitten hat in diesen großen Städten. Also insofern, was ich damit sagen will, ist, es ist nicht die Frage, wir wollen jetzt die gesamte Flotte reduzieren. Es ist eher die Frage, der Kunde wird sein Budget so einsetzen, dass er seinen Grenznutzen optimiert und entsprechend damit auch sein Budget optimiert. Herr Repair, sind Sie quasi der Retter der deutschen Automobilindustrie, weil Sie die Nachfrage nach Autos noch steigern? Also zwei Punkte. Ich finde, wir müssen die richtige Haltung grundsätzlich haben, wenn wir über Herausforderungen, wie zum Beispiel das Thema autonom, wenn wir jetzt einen amerikanischen Player hier sitzen gehabt hätten, hätte der gesagt, ja, in zwei Jahren sind wir schon voll autonom, ja, und in zwei Jahren hätte uns dann erklärt, warum. Das jetzt vielleicht noch sich ein bisschen verzögert. Ja. Wir haben die Tendenz in Europa, / Deutschland, immer zuerst mal zu erklären, was alles nicht geht und was alles nicht kommen wird und sogar Wetten diesbezüglich abschließen zu wollen. Ich kann Ihnen nur sagen, auch da, weil Sie es vorher erwähnt haben, muss man, glaube ich, unterscheiden zwischen urbanem Umfeld und non-urbanem Umfeld. Ich glaube, im non-urbanen Umfeld werden wir deutlich früher das Thema autonom sehen. Wir jetzt in unserem Ökosystem würden uns natürlich freuen, wenn wir urbane, vollautonome Fahrzeuge hätten, obwohl die Herausforderung enorm ist, ne? Ist mir schon klar. Und warum möchten wir das? Weil wir würden gerne die Autos direkt vor die Haustür bringen können, ne? Wenn jemand ein Fahrzeug bestellt, sage ich jetzt mal, oder gerne anmieten würden. Und was noch viel wichtiger ist, ich habe von Effizienz gesprochen, indem man Autos teilt. Ich kann sagen, in unserem Ökosystem wären alle Autos voll autonom, könnten wir die gleiche Anzahl der Mieten, die wir heute machen, mit der Hälfte der Autos machen, wenn sie alle voll autonom wären. Das heißt, egal wie die Wette ausgeht, freue ich mich, je früher umso besser, wenn es mal vollautonome urbane Fahrzeuge gibt. Und ich habe kein Auto und ich habe 4 Kinder, funktioniert wunderbar. Da muss halt mal einer, der Größere, den Zug nehmen und wir nehmen mit dem Rest der Familie ein geteiltes Auto. Es funktioniert, man muss sich nur trauen und ich glaube, immer mehr Menschen realisieren, insbesondere im urbanen Umfeld, dass diese Flexibilität, wenn man sich mal traut, sehr, sehr gut funktioniert. Wir sind jetzt auch schon relativ dicht am Ende, darum bitte ich jetzt noch mal um eher kurze Antworten auf eine Frage, die sich auf die Bundestagswahl bezieht. Frau Müller, Sie selbst waren ja im Bundeskanzleramt. Ich frage jetzt nicht, welche Partei man wählen sollte. Warum wusste ich, dass die Fragen jetzt kommen? Aber ich frage, was erwarten Sie von der nächsten Bundesregierung? Und jetzt bitte nicht nur sagen, Digitalisierung, ja klar. Aber was erhoffen Sie sich an ganz konkreten Schritten von der nächsten Bundesregierung, wenn dieses Gesetz, dieses Klimaschutzgesetz in Ihren Augen ja zumindest suboptimal ist? Ich glaube wirklich, die beherzte Standortpolitik ist das Wichtigste, was wir brauchen und dass der Staat anfängt, seine eigenen Aufgaben zu machen und nicht nur Ziele für die Wirtschaft zu setzen. Und das heißt, das staatliche Leistungsversprechen wiederherzustellen, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Frau Pi, was erhoffen Sie sich, was erhofft sich Audi von der nächsten Bundesregierung, wie immer die aussehen mag? Also Investitionen in die Infrastruktur, sowohl was das Laden anbelangt, als auch vorhin angesprochen 5G und Breitband. Aber das heißt im Grunde Ladeinfrastruktur, dass man sich doch weitgehend für die Elektromobilität entschieden hat und weniger auf, sagen wir mal, synthetische Kraftstoffe und so weiter setzt. Ja, richtig. Herr Professor Reitzle. Ganz einfach, mehr Marktwirtschaft, weniger Planwirtschaft. Und Sie sehen da in den letzten Jahren einen eindeutig negativen Trend, der durch Corona verstärkt wurde und wahrscheinlich dann auch, wenn Corona mal weg sein sollte, nicht mehr dazu führt, dass der Staat diese Machtposition so ohne weiteres aufgibt. Und das ist meine große Befürchtung. Und andererseits die Chance, die darin bestünde, wenn wir wieder mehr an den Markt glauben würden. Herr Becker, Sie haben ja eben schon mal so ein bisschen das chinesische Modell der Planwirtschaft in dem Sinn hervorgehoben, dass man gesagt hat, da gibt es zumindest verlässliche Ziele für die nächsten Jahre. Sollte sich die nächste Bundesregierung auch bestimmte Ziele für die nächsten Jahre setzen? Ja, solange sie auf die Innovationskraft dieser Leitindustrie setzt, ganz einfach. Prima. Wir haben eine gute Industrie, auf die sollten wir ein bisschen mehr vertrauen. Wir haben es doch in anderen Bereichen jetzt auch gemacht. Sind da nicht schlecht gefahren, wenn ich an das Thema, sage ich jetzt mal, Impfstoffe denke, oder?
Ich bedanke mich sehr für diese Runde, für diese Diskussion. Und ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben. Bleiben Sie dran.